sagte, war aus Kaffeesatz und nannte dem Mädchen ihren Schatz. Sie wohnte Mulakstraße 6, die Kartenhexe. Sie half manch unerfahrenem Dick, wenn's einer mal daneben ging. Das Geld steckt sie in die Kassette, in ihrem Bette. Sie hielt nen Goldfisch sich aus Blech und einen Kater, der sich frech ergötzt an dem Salatgewächse der Kartenhexe. Einst kam die Elli, welche schielt, dies mit dem Blutchen Tommy hielt, und fleht sie an, dass sie sie rette vorm Wochenbette. Die alte Lüster nach dem Geld hat sie sich abends hinbestellt zum Hause Mulakstraße 6, der Kartenhexe. Nachts klang ein Fall, dann war es stumm. Der Kater stieg im Zimmer um und macht die leere Geldkassette zu seinem Bette. Als sich drei Tage niemand rührt, fand man wie ein Paket verschnürt auf ihrer Stirn zwei Blutjeckelexe, die Kartenhexe. Das Paar blieb kalt auch vor Gericht und blieb es, wenn die Wunde nicht von neuem noch geblutet hätte im Totenbette. Das Recht nahm den gewohnten Lauf, die Hölle nahm sie alle auf, das Paar in würdigem Konnexe mit ihrer Hexe.